Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Lean und heute habe ich wieder der Hearthstone-Unterhaltung für euch parat. Und heute passiert etwas ganz Besonderes. Lange drüber gesprochen, lange geplant und immer wieder weggeschoben, vor mich hergeschoben. Hat auch einen bestimmten Grund. Sekunde, ich muss mal kurz das Fenster schließen. So, Fenster ist geschlossen. Ich habe so viel gegessen. Ja, hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar ist der Account ja noch recht frisch. Zum einen. Und zum anderen, ich habe noch nie Nax Ramas gespielt und bin total unerfahren, was das angeht. Also, neuer Account und noch nie Nax Ramas gespielt. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen schwierig für mich. Aber ich habe mir gedacht, komm, weißt du, willst du auch nicht noch länger vor dich her schieben? Vor allem, ich möchte jetzt auch nicht endlos viele Kartenpackungen kaufen von Echtgeld im Moment. Und im Solo-Abenteuer, da sind ja auch geile Karten dabei, die ich eigentlich bräuchte. So, lange Rede, kurzer Sinn, so viel zum Vorwort. Und dann schauen wir doch mal, wie das wird. Nax Ramas. Ich bin echt aufgeregt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was mich hier erwartet. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Ne? Ich spiele ja auch schon länger Hearthstone, auch mit dem alten Account. Aber für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe mit meinem alten Account die beiden Add-ons nicht. Und ich habe mich auch sehr wenig von Videos spoilern lassen. Also ich weiß schon einigermaßen, welche Bosse es da gibt. Und ich kenne natürlich auch die Belohnungen, die Karten hier, die man dafür bekommt. Die kenne ich natürlich alle. Aber ich kenne die Bosse nicht. Boah, sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Na. Und ich habe gar keine Ahnung, ob ich diese Bosse überhaupt schaffe. Mit meinem Account, mit meinen Karten, die ich zur Verfügung habe. Wie gesagt, insgesamt habe ich, glaube ich, erst 32 Packungen geöffnet und da waren nicht unbedingt so geile Karten drin. Aber genug gequatscht, wir versuchen es einfach mal. Arno Brekan ist einer meiner besten Spinnenfürsten. Viel Glück, Eindringling. Tja, das hier ist quasi der erste Held im ersten Viertel. Beschwört einen Neruba 3-1. Ich glaube fast, dass wir da instinktiv mit dem Magier am besten dran sind. Für zwei Mana Heldenfähigkeit eine 3-1er Beschwörter. Da könnten wir, glaube ich, mit dem Magier am besten fahren, oder? Mit der Heldenfähigkeit. Nö. Verbessert mich bitte, wenn das, wenn ich da falsch liege mit dem Gedanken. Wir probieren erstmal mein Magier-Deck, was ich so habe. Boah, ich weiß jetzt echt nicht, was auf mich zukommt. Ich bin echt auch ein bisschen aufgeregt. Großen Dank auf jeden Fall an Cool Jaco an der Stelle, der mir das möglich gemacht hat, das zu spielen. Ihr habt es so gewollt. So. Ja, hätte ich es bloß behalten. Hallo. Es spricht. Boah, die reagieren sogar auf Emotes. Ja, für einen Mana konnten wir nichts spielen, das ist natürlich blöd. Ey, ich habe echt keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich bin sau aufgeregt, kann sich kein Mensch vorstellen. Ja, die habe ich mir natürlich aus dem Portal gewünscht, nicht. Ah, besser als nichts. Diener mit Kampfschrei kosten zwei mehr, okay. Ist die Frage, gehen wir da drauf? Nee, ne? Muss ich wirklich?
ziehe ihm lieber mal zwei Karten. Warum? Weil ich nicht glaube, dass er mir den wegnehmen. Oh, das ist natürlich bitter. Das ist bitter, das ist bitter. Ja, was machen wir da jetzt? Feuerball da drauf mit dem da drauf. Ja, und ein Yeti gekriegt. Sehr gut. Oh, Naxxramas Schäden, Verstohlenheit. Ja, kennen wir auch schon. Sehr cool. Puh, was machen wir jetzt? Das ist nicht einfach. Ich würde den Einfriertypen gerne, aber... Ne, wir machen erstmal hier Spiegelgestalt. Und Pink. Boah, im Moment sieht das gar nicht so übel aus. Anub Kickhahn. Oh, Spiegelgestalt. Na ja, gut, auf nicht ganz so einen tollen Diener, aber immerhin. Oh, weltliche Ängste. Und der Schemen hat angegriffen. Das ist doch gut. Das ist doch, da kann man sich doch gar nicht beklagen. Holen wir den mal lieber. Frostblitz. Auf den Yeti. Okay. Naxxramas Schäden. Ja, ist nicht einfach, ne? Dann machen wir das, glaube ich, mal so. Und so. Todesfürst schon wieder, Sporttodesröcheln. Ja, das sind die Karten, die wir auch schon aus dem richtigen Spiel kennen. Euer Gegner legt die noch in den Schlachtfeld. Also die Karten kenne ich zum Teil schon, ne? Nicht falsch verstehen, weil das Add-on ist ja schon länger draußen. Wir haben ja heute erst den 20.06.2015. 20.06.2015, da ist das Add-on natürlich schon länger draußen. Ich habe es aber immer noch nicht gespielt, wie gesagt. 6, 7, 8, wir könnten mit den beiden drauf, ist er weg. Wir könnten auf Feuerball. Ich würde sagen, weder noch. Wir machen dann ein Schäfchen drauf. Bumm. Bumm. Todesröcheln wäre zwar ein Vorteil für uns gewesen, aber in dem Fall ein aerobisches Ei. Zweimal. Das sieht auf jeden Fall gut für uns aus. Den nehmen wir mit dem Ping weg. Face, Face. Und Feuerball! Nein! Ich meine, unerheblich. Ihr werdet die Großwitwe niemals besiegen. Geisterhafter Krabbler, Todesröcheln, ruft 2 Spinnen 1-1 herbei. Ja, die Karte kennen wir ja schon durch das Spielen gegen echte Leute. Jetzt haben wir sie endlich selber, oder ich habe sie endlich selber. Sehr cool, wird auch mit Sicherheit Platz im Jägerdeck finden. Oder in einem anderen. Ja, richtig geil. Damit haben wir den ersten Boss besiegt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Im nächsten Boss, immer noch gleiches Viertel, ne? Tschüss.